So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop, ihr wisst Bescheid. Aber wie ihr seht unten, es kam wieder eine Zahl hinzu. Wir haben jetzt die 320 Abonnenten geknackt. Erstmal danke dafür. Und für alle neuen, Kurzfassung, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Heißt, bei 330 Abonnenten kommt die nächste Zahl. Wenn du mehr wissen willst, wie das Ganze funktioniert mit dem Paysafe-Code, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie der Paysafe-Code einzulösen ist oder beziehungsweise wie man gucken kann, ob es der richtige ist, den man sich ausgesucht hat. Und ich würde sagen, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, kostet euch nichts. Ihr helft mir. Ich lade euch die Aufgaben hoch, den Job hoch. Bei FIFA 20, jetzt auch die SBCs, werden jetzt kommen, weil ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Da werde ich mich eh hinsetzen und dann alles für euch soweit vorbereiten. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Ich habe schon gesehen, es kamen neue Aufgaben. Da werde ich mich gleich dann auch direkt dran setzen. Aber erstmal in den Shop. Dieses Zone Wars Paket habe ich mir gekauft, weil mir einfach der Skin an sich gefällt und es gibt halt Aufgaben. Wie gesagt, dann seht, einmal der Skin ist das in verschiedenen Variationen, weil es sind halt eigentlich mehrere Skins, wenn man so will. Auch nur, wenn die anders aussehen, ist halt ein anderer Skin. So, dann haben wir den einmal so und nochmal so. Dazu gibt es dann noch den Hängegleiter und noch die zusätzlichen Aufgaben. Aber die zusätzlichen Aufgaben schalten halt nur die Skin-Effekte frei. Also nichts Besonderes in dem Sinne. So, dann gehen wir mal weiter. Die Kupferwespe ist anscheinend wieder da. Hier ist sie. Den kenne ich ja noch. Den habe ich ja noch nie gesehen. Wie lange war der denn nicht im Shop? Und dann die. Oh, der sieht ja nice aus. Der Rücken ist mal nice. Das hat was, der Rücken. Ich denke halt immer dran, wie sieht man den Spieler von hinten, weil von vorne guckt man sich eigentlich selten an. Aber der Skin an sich, jetzt bin ich wieder eins zu schnell gewesen. Stopp, halt, Polizei, keiner verlässt den Saal. Da sind wir. Aber der Skin an sich sieht eigentlich schon nice aus, finde ich. Also nicht schlecht. So, dann gehen wir weiter. Heftiger Hieb. Okay. Naja. Hört sich nicht gerade nach einem Hieb an, aber wie gesagt, heftiger Hieb, Erntewerkzeug, dann den Stachel, die Lackierung, aber wie immer gibt es jetzt inzwischen nicht mehr das Biest, jetzt haben sie das Hoverboard mit reingeholt, was ich total schwachsinnig finde, das als Lackierung. Also heißt auf jeden Fall, das wird wohl länger drin bleiben, das Hoverboard. Aber die Lackierung sieht eigentlich so ganz schlicht aus, finde ich. Also nichts Besonderes, aber auch jetzt nicht unbedingt schlecht in dem Sinne. Also ich meine, wenn man die 300 V-Bucks gerade übrig hat, warum nicht? Aber ganz ehrlich, achtet ihr auf die Tarnung? Ich eigentlich nicht. So, dann haben wir Suki wieder drin. Kleine Mesh-Lady. Mit dem Samurai-Schwert auf dem Rücken. Das sieht natürlich schon nice aus. Ja, ich mag so Skins, mag ich dann schon wieder. Gerade weil das ja so ein bisschen, die sieht ja ein bisschen japanisch aus. Also, das ist eigentlich schon wieder ganz cool, finde ich. Also, auf jeden Fall kein schlechter Skin. Die liebe Zuki. So, dann haben wir hier die Kupferwespe, hat man schon. Dann haben wir hier die Astralaxt. Mit dem kleinen Sichelmond. Ist halt nicht schlecht, aber wie gesagt, Spitzhacken würde ich mir eigentlich nie kaufen, wenn halt wirklich nur Skins oder Musik. So, ach naja, hier war noch mehr. Dann haben wir einmal Splitterbruch. Die sieht eigentlich recht nice aus. Die ist halt schlicht und einfach, kein großes Plemplem, sondern ganz einfach schlicht und einfach. Ohne große Effekte finde ich eigentlich nice. Also gut, ja. Die Frage ist halt, wie ich schon eben gesagt habe, wie oft guckt man auf seine Waffe? So, dann haben wir noch. Oh, den habe ich noch nie gesehen. Arcana. Der ist aber eigentlich ganz nice. Aber für 12 Euro umgerechnet ist ein bisschen teuer, finde ich. Aber der ist nicht schlecht. Also den könnte man sich holen. Das sieht echt nice aus. Vor allem würde der gut zu dem Skin hier passen. Warte. Da. Ja, könnte passen.
So, gerade wieder zurück. Dann haben wir einmal das Emote. Ja, das ist halt für die Mädels, die Fortnite spielen. Sind ja doch relativ viele, wie ich irgendwie so. Allein schon in den Kommentaren. Außer es sind natürlich gefakte Accounts, wo sich einer als Mädchen ausgeben will, unbedingt. Was das bringen soll, weiß ich zwar auch nicht. Außer vielleicht 3 Abonnenten mehr. Aber sobald mein Mund aufmacht, war es das eh. So, dann haben wir die Raufboldin. Ja, diese Skins mag ich halt einfach nicht. Das ist halt so, wie ganz zu einfach. Schlicht und einfach. Ist halt überhaupt nicht meins irgendwie. Auch die ganzen OG-Skins, ich weiß nicht. Ich will halt lieber diese Fantasie-Skins. Die finde ich persönlich besser als hier so einen zum Beispiel. Dann haben wir Emote Knochenlos. Ja, man kennt ihn. Ist halt ein bisschen spastimatisch. Und dann haben wir langsames Klatschen. Das ist eigentlich recht nice. Also das Verhöhnung hoch 8. Wenn du gekillt wirst, siehst den Gegner noch und dann ist er am Klatschen. Assi hoch 8. Dann haben wir die Ultraklingen. Die hatten wir letztens erst. Oder die waren gestern sogar drin. Ne, die waren gestern drin. Aber in meinen Augen halt auch keine besonderen, weil da kann ich genauso gut, welche habe ich jetzt gerade, die. Da kann ich auch die spielen. Weiß nicht, die geben sich irgendwie nicht viel. So, und dann als letztes Battle Pass Stufen. Ja klar, es geht jetzt aufs Ende zu. Für 600 V-Bucks, wenn noch 10 Stufen fehlen. Warte mal. Doch 10 Stufen, oder? Battle Pass Stufen, ja. Ja, die 10 irritiert mich da immer. Ich denke dann immer, du kriegst nur 10 Sterne, weil das wäre ja quasi nur ein Level. Ja, dann würde ich sagen, war's das eigentlich. Hier haben wir ja schon abgestimmt. Achso, kann schon. Doch schon abgestimmt. Stimmen wir halt nochmal. Es könnte ja sein, dass ich meine Meinung ändere, oder wie? Aber wir stimmen halt nochmal für den Skin ab, weil ich finde ihn einfach am schönsten von allen. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich damit. Wie gesagt, wenn dir alles soweit gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Die alten Hasen unter euch wissen ja, gerne liken. Schreibt mal in die Kommentare, wen habt ihr gewählt? Weil in dem letzten Shop-Video hat irgendwie keiner was drunter geschrieben. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Ich werde jetzt auch damit anfangen. Also sehen wir uns gleich schon wieder.